Hallo Leute und herzlich willkommen bei FlyDania.de. Weiter geht's wieder mit der 5M-Reihe natürlich. Jetzt habe ich mir meinen kompletten Server erstellt und auch alles, was ihr sonst noch so für Fragen habt. Was noch kurz vorab: Meine Versionen werdet ihr immer dazu be bekommen, wenn ich eine eigene Version dazu habe. Ansonsten werdet ihr auch diese Downloads immer über Discord bekommen oder direkt über YouTube. Zum Media Link, wo ihr es installieren könnt. Ihr seid nicht gezwungen, auf meinen Server zu gehen. Ich bin nicht so wie jeder andere YouTuber. Das gleich mal vorab. Und dann würde ich sagen, laden wir auch gar nicht mehr viel, abonnieren nicht vergessen und let's go. So, zuerst mal euren Server ausmachen. Das ist mal wieder sehr wichtig. Heute geht es mal darum, ein neues MLO installieren. Ihr kennt doch das stinknormale Autohaus. Schaut das Autohaus einfach davor an und schaut das dann danach an. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich kann euch das auch gleich sagen, wie es danach aussieht. So, nächst auf meinen Aufnahmeserver. So, kopieren wir uns erstmal wieder den Link. Ich meine, den Namen. Tun wir erstmal wieder in die Server-CFG einfügen. Start. Plack. Ah, wobei, Maps machen wir jetzt sogar hier unten. Was mit Maps zu tun hat, kommt hier unten rein. Diese Kategorien müsst ihr euch selber erstellen. Es ist scheißegal, ihr könnt doch alle einfach hier untereinander schreiben. Ihr braucht dieses nicht. Ich mach's bloß, dass es ein bisschen sortierter ausschaut. Weil dieser Server habe ich nicht so groß gebucht. Da muss ich immer wieder ein paar Sachen auch rauslöschen, dass ich wieder weiter aufnehmen kann. Deswegen sortiere ich das ein bisschen, dass ich so Sachen wie Maps, wo mehr Speicher brauchen, auch wieder rausmachen kann. So, aber auf jeden Fall weiter geht's. Euch interessiert, wie man die Sachen installiert und nicht, wie ich meine Server behandle. So, auf jeden Fall, dann müsst ihr eigentlich auch nur noch Ressourcenordner dieses MLO hier einfügen. Dann müssen wir kurz nachgucken, gibt es da noch eine SQL? Nein, gibt es nicht. Die SQL befinden sich meistens immer eigentlich hier im Normalfall. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann habt ihr ja Glück. Seht ihr, da oben lädt es noch. Dauert noch ein bisschen. Na. Wenn es gleich fertig ist, können wir unseren Server anschalten. Abgeschlossen. Fertig. Dann können wir unseren Server anschalten und werden uns jetzt im Spiel das neue MLO anschauen. Was ich noch kurz sagen wollte ist, wenn ihr mal 100, 200 Ressourcen drin habt, es kommt darauf an, ob das Auto oder Maps sind, egal was. Wenn du viele Ressourcen drin hast, wird das auch mal bis zu 10 Minuten dauern können. Oder 5 Minuten, so wie bei mir. Auf meinem Hauptserver zum Beispiel dauert das 7, 8 Minuten, bis das wieder läuft. Das liegt einfach daran, weil ich viele Ressourcen drin habe. Aber jetzt gehen wir ins Spiel und ich zeige euch das neue MLO. So. Sage ich das bloß, weil viele wundern sich da immer. Ah, boah, mein Server ist so lang. Wurde ich auch schon gefragt, warum der Server so lange dauert. Es liegt dann, weil du halt dann so viele Ressourcen drin hast. Ist aber nicht schlimm. Sobald der Server an ist, ist er an. So. Ihr könnt auch gerne Wünsche mir reinschreiben. Hier könnt ihr mir gerne auch Wünsche reinschreiben. Ne, hier. Falsch. So. Hier könnt ihr mir auch gerne Vorschläge reinbringen für Videos, was ich für Videos machen soll, was für Ressourcen. Gibt ja viele. Und viele wissen natürlich nicht, wie man dann die installiert und sonst was. Und ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Das ist überhaupt kein Ding für einen King. So, hier könnt ihr euch einfach sogar auch bewegen. Bisschen Zeit bewegen. Bam, 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 bam. Ui, ui. So, das ploppt immer auf. Keine Ahnung warum. Aber ist nicht schlimm. Dann seht ihr wenigstens, es funktioniert alles. So. Dann werden wir doch mal kurz zum Autohaus gehen. So. Jetzt sind wir richtig gespawnt. Porten wir uns noch mal kurz zum Autohaus. Dieses Menü da oben, dieses werde ich euch auch noch zeigen, wie man das einfügt.
Halt. Nehmen wir zurück. Falsch drauf gekommen. So, Wegpunkt. Seht ihr, ist doch gleich schon viel moderner hier. Da PDM. Ich weiß nicht, was alles jetzt davor drin war. So genau habe ich mir das jetzt auch nicht gemerkt, aber man sieht auf jeden Fall, dass das neuer ist. So, hier seht ihr dieses alte Menü hier sogar. Werde ich auch noch ein Video hochladen, wie man das wegmacht. Weil das ist halt einfach dieses Standardmenü-Schmutz. Aber ich hoffe, das war's noch auf jeden Fall wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch gefällt das neue MLO. Gibt noch andere Versionen davon, aber wir fangen jetzt einfach mal mit der Version hier an. Ich hoffe, es gefällt euch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder reinschauen würdet. Und natürlich die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Ich bin auch fast jeden Tag live. Könnt auch gerne in meine Streams reingucken und ansonsten haut rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal.